Wir können also jetzt in die Grafenstadt reisen, Auralia die Quest erfüllen und dann noch in unser Heim gehen. Dort noch zwei Stacks Bolzen für Gladys craften oder einsacken. Und ja, ich werde mir jetzt nicht die Mühe machen, die Waffen wegzustecken. Sondern ich gebe jetzt Auralia ihr Rezept. Gehe dann zu meinem Anwesen. Kläre da alles. Wie kann ich euch helfen? Ich bringe euch das Rezept wieder. Der Fehler ist korrigiert. Nein, so habt ihr wirklich jemanden gefunden, der des Rätsels Lösung wusste? Endlich. Mit dem Rezept werde ich zu größten Alchemist im Bund des roten Salamander. Erzählt, wer hat es geschafft, es zu entschlüsseln? Ihr werdet es nicht glauben, ein Kobold wusste die Lösung. Ein Kobold, so muss ein wirklich schlaues Kerlchen sein. Ihr sprecht von mir? Huch. Ach nein, bitte nicht. Habe ich mich erschrocken. Oh, du hast ja viele schöne Spielsachen. Ja, die habe ich. Und wer bist du, wenn ich fragen darf? Hast du etwa das Geheimnis meines Rezepts ins Rätsel? Ja, das war leicht. Leicht nennst du das. Nur ich danke dir vielmals. Aber warum bist du hier? Och, ich wollte nur mal schauen, wem so ein lustiges Rezept gehören mag. Hihi. Dachte mir schon, dass du eine Menge schöne Spielzeuge haben musst. Das will ich alles haben. Die lustigen Glasdinger, die bunten Fläschchen, den Wagen, alles. Das kommt als ein wenig, nun ja, wie soll ich sagen, plötzlich. Ich möchte zwar auf Reisen gehen, aber bist du denn überhaupt fähig, meinen Stand zu übernehmen? Ganz zu schweigen davon, dass all diese Dinge einen beträchtlichen Wert haben, der mit dem Rezept für den Trank der Macht mehr als abgegolten sein sollte. Hihi. Und ohne mich hättest du das Rezept immer noch nicht enträtselt. Alchemie ist meine Leidenschaft, weißt du, also gib mir schon den schönen Stand mit all den tollen Sachen. Außerdem wirst du die Zutaten, die dir noch fehlen, nur von mir bekommen können. Da hast du schon recht, du hast eine Belohnung verdient, also gut, wollen wir es so halten. Mein Stand gehört von nun an dir. Fähig scheinst du mir ja zu sein. Ja, das bin ich, dann fange ich gleich schon mal an mit Spielen, hihi. Brenno, ihr, es sieht doch tatsächlich so aus, als stünde unserer Gemeinschaft gemeinsamen Ausbruch nichts mehr im Wege. Bitte seid so gut und wartet hier noch einen Moment, ich hole euch dann wieder ab. Würde es euch stören, erst einmal in meinem Anwesen am Pyrosplatz gegenüber dem Tempel auf mich zu warten. Ihr dürft euch dort gerne wie zu Hause fühlen. Wir treffen uns dann dort. Das ist zwar nicht das große Abenteuer, aber ein wenig Ruhe vor dem Aufbruch ist auch gut. Wir sehen uns dann in eurem Haus, Bruno, ihr Sohn des Thorin. Ja, und jetzt ist er hier Händler. Willkommen, willkommen! Gefällt es dir auch, wenn es knallt und raucht? Was darf es sein? Oh je. Ja, ach, bevor es knallt und raucht, hätte ich gerne einen schnellen Blick auf deine Waren geworfen. Also, Quellwasser, Zeugs, Klugheitselixiere, Heiltränke und so weiter. Zielwasser verkaufte, große Heiltränke. Zaubertrankrezept, das wäre nicht schlecht. Intuition, Zutat des Kobolds. Die magische Zutat des Kobolds, die den Mantikor-Stachel in dem Rezepttrank der Macht ersetzt. Nee, einen Bären haben wir genug. Was braucht man für die Dinger? Drachenblut, Bullmond, oh je, alles Mögliche. Ja gut, wir können auch viel bei ihm hier kaufen und bei dem Alchemisten in Talon. Auch Zaubertränke und so weiter, Antidote, entfernt jedes Gift. Ja. Die Zutat des Kobolds ist sogar nicht mal teuer, die nehmen wir mit. Weil ich glaube, wir den Meistertrank haben wir jetzt schon im Rezeptbuch. Nee.
Endlich kann Aurelia den Trank der Macht zubereiten. Der Kobe, welche die Lösung des Rezepts wusste, hat Aurelias Stand übernommen und wird fortan eine Tätigkeit als Alchemist nachgehen. Bleibt zu hoffen, dass Ferdinand von größerem Übel und Schabernack verschont bleibt. Oder haben wir den hier? Nein. Ah, ich hätte aber gedacht, wir kriegen den Rezept für den Meistertrank. Rezept für Ausdauertrank benötigt 11 Talentwert. Alraunenpulver, Diamantstaub, Zwiedestillat und Belmard. Davon haben wir ein bisschen was. Also wenn wir Zaubertränke brauen wollen würden. Ja. Das heißt, jetzt geht's erst einmal. Das ist Ugdan Hafen. Eins weiter müsste dann der Weg zum Pyos-Platz sein, weil hier ist ja auch der Pyos-Tempel. Jupp. Da müssten wir nämlich direkt neben dem Tempel gegenüber von unserem Haus rauskommen. Wir können das erstmal machen. Und wenn wir da zurückkehren, sind die Goblins wahrscheinlich nochmal respawned, dass wir sie nochmal ausschalten können. Und ja, ich weiß, ich betreibe hier gerade ein bisschen Power Gaming, aber trotzdem. Ich versuche mein Bestes. Wäre auch mal gespannt, was wir aus dem Drachenzahn machen können. Also. Gut. Hier hat sich nicht sonderlich viel getan. Hier können wir erstmal die ganzen Briefe lagern. Sprich, Freund. Nein, das war nicht die Falltruhe. Die Munitionstruhe ist die daneben. So, Kriegspfeile. Jetzt hast du noch 2 Stacks Pfeile. Nimm mal die Pfeile einfach mit. Bolzen müssen wir aber herstellen. Okay. So. Mein Atem geht ruhig. Hier können wir erstmal die überschüssigen Verbände abgeben. Und die Schleifsteine und das Waffenbalsam. Und Gladys kann auch erstmal die Tränke hier wegpacken. Mir ist auch das Parfüm und die Zaubertränke. Der Waffenschrank war der hier, ja. Da kann das Ding rein. So. Für Gladys sollten wir noch wenigstens 2 Stacks Bolzen machen. Du hast genug Pfeile, aber wir müssen noch das alles leerräumen. Ja, hier auf der Seite sieht alles in Ordnung aus. Aufgepasst! Na gut, du kannst das Mutedix hier wegpacken. Davon haben wir nämlich auch welche hier. Die benutzen wir wirklich erst recht viel später, wenn wir in Borolosch ein Stück weit gekommen sind. Ja. Eines Tages wird die Pranke der Löwin das Böse auf ewig vertrieben haben. So, noch etwas ziehen lassen und dann haben wir ein feines... Ja... Was gibt's denn diesmal Dringendes? Erzählt mir etwas über euch. Wie seid ihr so finde ich gar nicht ein bisschen geworden? Ach, tut doch nicht so gönnerhaft. So finde ich, bin ich dann auch wieder nicht. Geht ja auch oft genug was schief bei meinen kräuterlichen Versuchen. Nur weil ich ein paar Jahre im Dschungel zusammen mit einem eingeborenen Stamm gelebt habe und mir so das ein oder andere Wissen über Kräuter und Tinkturen beibringen konnte, bin ich noch lange nichts Besonderes. Selbst die Tatsache, dass ich ein paar Brocken ihrer Sprache beherrsche,
macht mich höchstens merkwürdig oder seltsam. So, nun muss ich mich aber wirklich um meine Zaubertränke kümmern. Damit ihr mir auch glaubt, dass ich wirklich nur gewöhnlich bin. Zufrieden? Danke. So, dann packst du mal dein Zeug in unsere Kräutertruhe, die überquillt bis zum geht nicht mehr. Sogar Alraunenpulver haben wir. Also wir haben jede Menge Einbeeren und Quellwasser haben wir mehr als genug. Teilweise auch nicht richtig gesteckt. Wir haben Drachenblut. Feuermoos, Giftbeutel. Wo sind die Alraunen? Alraunenpulver hätten wir auch mehr als genug. Ob sie auch gerade an mich denkt. Ein Zwerg, ein Wort. Ja, und hier wächst alles Mögliche mittlerweile. Gut. Apienfedern kommen woanders hin. Den Drachenzahn, den behalten wir mal lieber hier. Wer weiß, für was wir den benutzen können. Brunnen für einmal Quellwasser bringt jetzt nicht so wirklich was. Lass das mal vor Grimm machen. So, Harpienfeder. So, du bist unsere Bogenbauerin, deswegen brauchst du Holzleim, Ulmenholz und Bolzenspitzen. Mehr Bolzenspitzen. So. Ach, und Gänsefedern. So. 20 Jagdbolzen, das heißt 5 Stück sind 100, 10 Stück sind 200. So, den Rest kannst du dann zurückpacken. Du könntest allerdings das hier noch stecken, bitte. Hier sind nur 2 Paar Harpienfedern drin. Was ist aus den restlichen geworden? Ich hatte doch noch welche. Naja. So. Oh, das Rezept. Die Zutat des Kobolds liegt noch hier rum. Sind eigentlich Jagdbolzen besser als... nö, eigentlich gar nicht. Also Bolzen und Jagdbolzen sind genau dasselbe, wenn man es so sieht. Wenn man sich dann mal... Dings, Kriegsfeil und Kriegsbolzen ansieht, die machen ein mehr Schaden. Orkischer Kompositbogen, den brauchen wir nicht. Giftpfeile. Brandpfeile. Hier, Tenobalzpfeile. Dafür bräuchte man Harpienfedern für 5 Stück. 5 Holzleim, Eibenholz und Lederbänder. Und 5 Stück von diesen Superpfeilen zu craften. Hier glitscht Schatten durch. So, das heißt, wir machen Quick Save 4. Oh, warte, bevor wir das machen. Bitte noch die Zutat weg. So. Machen wir hier Quick Save. Und reisen nach Talon zurück. Hoffen, dass unterwegs nichts passiert. Nö, bis jetzt alles ruhig. Und eigentlich sollten wir jetzt am Eingang von Talon sein und nicht wieder in der Pampa.
Hoffe ich jedenfalls mal. Ja. Wir sind genau bei der Landkarte rausgekommen. Das ist halt das Praktische. Wir können da jederzeit jetzt, da wir das mit dem Meistertrank jetzt auch abgeschlossen haben und noch die Talon-Queste und die schmackhafte Delikatesse offen haben, jederzeit zwischen unserem Anwesen und Talon hin und her reisen. So, jetzt würde ich aber erstmal sagen, speichern wir. Wird nämlich mal wieder Zeit. Das ist jetzt 29. Speichern. Und da gibt es jetzt einen Cut. Also, bis gleich.